Es ist schon wieder Dezember und das bedeutet, dass Weihnachten vor der Tür steht. Kinder und auch Erwachsene sind auf Überraschungen gespannt. Weihnachten gilt als das wichtigste Fest der Christen. Sie feiern die Geburt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Vorweihnachtszeit beginnt mit dem ersten Advent und dauert 4 Wochen bis zum Heiligen Abend. Auf dem Tisch wird der Adventskranz aufgestellt. Ab diesem Zeitpunkt wird an jedem Sonntag eine Kerze mehr angezündet. Episch Deutsch lädt Sie ein, diese Wochen gemeinsam mit uns zu verbringen. Also, es bleibt dabei. Vor allem klingt Weihnachten wie ein Märchen für Kinder. Nachdem die erste Adventskerze angezündet wurde, schreiben die Kleinen ihren Wunschzettel. Dann bekommen die Kinder einen Adventskalender, an dem sich 24 Türchen oder kleine Säckchen befinden. Jeden Tag bis Heiligabend dürfen sie eines der Türchen oder Säckchen öffnen und kleine Geschenke, Süßigkeiten oder Weihnachtskärtchen entnehmen. Während die Kinder die Tage bis Weihnachten zählen, gehen die Erwachsenen Geschenke einkaufen. Heutzutage geben viele Deutsche dabei Kaufhäusern den Vorzug. Dort können die Kunden sowohl Geschenkideen als auch Weihnachtsschmuck wie Christbaumkugeln, Wunderkerzen oder Weihnachtspyramiden finden. Die Geschäfte sind auf den Ansturm der Kunden gut vorbereitet. Die Auswahl ist riesengroß. Dort residiert ein Weihnachtsmann und hört aufmerksam allen Kindern zu, die ihm von ihren sehnlichsten Träumen erzählen. Bei den Deutschen genießen auch die Weihnachtsmärkte sehr große Popularität. Hier kann man sich in die heitere Atmosphäre des Festes versenken. An allen Ecken riecht es genüsslich nach Mandeln, Rosinen, Zimt, Honig und Nüssen. Und natürlich ist Weihnachten Weinzeit, Glühweinzeit. Man erhitzt Rotwein mit Zimt, Anis und Nelken. Der unverwechselbare Duft lässt niemanden gleichgültig. So, nun sind alle Geschenke gekauft und mit Liebe eingepackt. Bald blasen wir die letzte Kerze des Adventskranzes aus. Spätestens an den letzten Tagen vor Heiligabend wird der Weihnachtsbaum von den Familienmitgliedern geschmückt. Er ist ein Symbol des Lebens und der Hoffnung, der vor Unglück und Krankheit schützen soll. Früher dekorierte man den Christbaum mit Äpfeln und Süßigkeiten, aber heutzutage schmückt man ihn mit Christbaumkugeln, elektrischen Kerzen, Lametta und Christbaumspitze. Eine Krippe mit der Geburtsszene Jesu steht unter Umständen unter dem Baum. Schließlich kommt der Heilige Abend, der Beginn des Weihnachtsfestes. Die Frauen besorgen die noch fehlenden Lebensmittel. Sie backen für gewöhnlich Lebkuchen, Plätzchen, Weihnachtsstollen und leckeren Pfefferkuchen. Die Wohnung duftet nach Vanille und Zimt. Guten Hunger! Am Nachmittag des 24. Dezember gehen Kinder und Eltern in die Kirche. Hier findet der Kinderweihnachtsgottesdienst statt. Der Pfarrer erzählt den Kleinen von der Geburt Christi in einer Scheune. Es glänzt und blitzt überall. Der Höhepunkt der Messe für die Kleinen ist der feierliche Umzug mit Kerzen, Orgelmusik und dem Singen von Weihnachtsliedern. Danach gehen viele Leute auf den Friedhof, um den Verstorbenen zu gedenken. Es ist Zeit für das festliche Abendessen. Nach dem Friedhofsbesuch trifft sich die ganze Familie bei Tisch. Typisches Essen am Heiligabend sind Würstchen mit Kartoffelsalat, Lachs oder Karpfen oder gar eine Weihnachtsgans. Danach lesen die Erwachsenen den Kindern die Weihnachtsgeschichte vor und alle singen Weihnachtslieder. Man erzählt den Kindern, dass das Christkind die Geschenke bringt.
Und das ist ein überaus märchenhafter Augenblick. Unter dem Tannenbaum liegen Spielzeug, Süßigkeiten, Kleidungsstücke, Bücher. Nach der Bescherung geht man wieder in die Kirche. Dort beginnt die Christmette, der wichtigste Gottesdienst an Weihnachten. Jeder feiert die Geburt des Jesuskinds. Am ersten Weihnachtsfeiertag versammelt sich die Familie wieder an der Festtafel. Dem Brauch gemäß bewertet die Frau des Hauses die Familienmitglieder und eventuellen Gäste mit Weihnachtsgans oder Ente, Blaukraut und Knödeln oder Pute mit Bratäpfeln. Die Atmosphäre ist selig und harmonisch. Nun ist es Zeit, seinen sehnlichsten Wunsch noch einmal zu wiederholen. Fröhliche Weihnachten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer!